Ja, es ist jetzt Mittwochmorgen und wir liegen quasi in der Ansteuerung zu Tassilaq, der kleinen Ortschaft an der Ostküste Grönlands. Ja, Grönland ist für mich ja immer so eine Art Sehnsuchtsziel gewesen. Ich bin 1979 das erste Mal nach Grönland gekommen. Insofern, ja, ist das schon immer etwas Besonderes. Und wir haben eigentlich eine sehr moderate Überfahrt gehabt. Jetzt mal, das war ganz schön. Wir konnten wunderbar segeln. Jetzt haben wir totale Flaute seit gestern Nachmittag eigentlich, so dass wir jetzt unter Maschine laufen, aber das ist auch ganz gut. Die Navigation im Eis ist natürlich immer etwas anders und Besonderes und auch ja, irgendwie mit einer gewissen Spannung versehen. Einfach, weil man immer auf der Hut sein muss. Es wird jetzt ständig Ausschau gegangen, vorne im Vorschiff. Es muss ständig einer sehr konzentriert gucken, ob irgendwelche Eisbrocken im Wasser liegen. Man muss einen gewissen Abstand halten zu den Eisbergen, eine gewisse Strategie entwickeln. Also die Eisnavigation verändert eigentlich den Tagesablauf auf einem solchen Schiff ganz erheblich. Vor 10, 15 Jahren sah das hier wirklich noch ganz anders aus. Da hat man selbst im Hochsommer Schwierigkeiten gehabt, bisweilen durch den Packeisgürtel die Küste anzusteuern, weil das Eis, das Store East, wie es genannt wird, hier wirklich dicht gepackt an der Küste lag. Das ist komplett verschwunden. Hier gibt es überhaupt kein Salzwassereis mehr. Es gibt aber Eisberge. Davon gibt es im Moment noch relativ wenige. Das mag daran liegen, dass einige noch wirklich irgendwie in den Fjorden festhängen und jetzt erst im Laufe des Sommers herausgespült werden. Es werden sicherlich noch mehr Eisberge kommen. Das ist etwas, was einen irgendwie beschäftigt, wenn sich eine Landschaft in seiner eigenen Wahrnehmungsphase sozusagen so gewaltig verändert, wie das gerade bei Grönland der Fall ist, dann lässt einen das auch nicht los. Unterwegs haben wir etliche Wale gesehen, verschiedene Wale, Buckelwale, wahrscheinlich ein Finnwal. Wir haben Grindwale gesehen, also ganze Walfamilien sozusagen. Und darüber hinaus natürlich die uns immer begleitenden Eissturmvögel, die hier auf See allgegenwärtig sind.